Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 25, Gesetzentwurf gegen den Mietwucher. Wortmeldungen dazu liegen vor von Herrn Staatsminister Eisenreich aus Bayern. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Wohnungsmangel und der Mietpreisanstieg sind eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Es ist wichtig, dass sich Familien, Menschen mit normalen Einkommen, Senioren das Wohnen in Ballungsräumen auch künftig noch leisten können. Einfache Lösungen gibt es hier nicht. Wir brauchen ein Bündel an Maßnahmen von Kommunen, den Ländern und dem Bund in verschiedenen Bereichen. Insbesondere ist das Mietrecht nicht die alleinige Lösung. Wenn es einen Mangel im Angebot gibt, dann braucht man vor allem mehr Wohnungsbau. Aber Änderungen im Mietrecht können auch einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten. Unsere Ziele sind, den starken Anstieg der Mieten in Ballungsräumen zu bremsen und für einen fairen Interessenausgleich zwischen Vermietern und Mietern zu sorgen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Investitionen in den Wohnungsbau weiter attraktiv bleiben. Ich begrüße daher ausdrücklich das von der Bundesregierung im Sommer beschlossene Mietenpaket, insbesondere die Verlängerung der Mietpreisbremse. Ich schlage darüber hinaus eine weitere Maßnahme vor. Vorweg möchte ich klar sagen, die große Mehrheit der Vermieter handelt verantwortungsvoll. Eine Stimmungsmache gegen die Eigentümer und die Vermieter ist absolut ungerechtfertigt. Aber genauso wie es unter den Mietern schwarze Schafe gibt, gibt es auch unter den Vermietern schwarze Schafe, die unangemessen hohe Mieten über der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Die beschlossene Mietpreisbremse legt Folgendes fest: In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, die die Länder durch Rechtsverordnung festlegen, darf bei Neuvermietungen die Miete, die ortsübliche Vergleichsmiete, nicht mehr als um 10% übersteigen. Darüber hinaus brauchen wir beim Mietwucher eine spürbare und effektive Ahndung. Im Wirtschaftsstrafgesetz gibt es dazu schon eine Regelung. Dieses Gesetz verbietet den Mietwucher, wer eine Miete verlangt, die mehr als 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, kann schon jetzt mit einem Bußgeld belegt werden. Allerdings ist diese Vorschrift in der geltenden Fassung nicht praxistauglich, denn die hohen Anforderungen der Rechtsprechung an das Tatbestandsmerkmal der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen lassen sich in der Praxis kaum nachweisen. Das wollen wir ändern. Wir wollen die Ausnutzung aus dem Gesetz streichen. Es soll nur noch auf ein objektives Kriterium ankommen, nämlich dass es ein geringes Angebot gibt. Hierdurch würden die Beweisprobleme erheblich entschärft und das Gesetz deutlich effektiver werden. Außerdem sind wir der Meinung, dass der Bußgeldrahmen von 50.000 Euro zu niedrig ist und auf 100.000 Euro erhöht werden sollte. Wir gehen davon aus, dass diese Änderungen dann auch, wenn sie beschlossen werden würden, präventiv wirken würden. Gleichzeitig bleibt unser Ziel, dass es einen fairen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern bleibt dieses Ziel gewahrt, da das Recht zur Mieterhöhung im Rahmen der Regelungen der schon bestehenden Mietpreisbremse nicht eingeschränkt wird. Ich möchte Sie um Unterstützung für diesen Gesetzentwurf bitten. Vielen Dank, Herr Senator Dr. Koletz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Staatsminister Eisenreich. Berlin begrüßt den bayerischen Vorschlag zur Bekämpfung von Mietwucher, nicht weil es eine neue Forderung ist, sondern weil es eine nach wie vor richtige Forderung ist. Der Antrag, nicht mehr auf subjektives Ausnutzen eines geringen Mietwohnungsangebots abzustellen, sondern sich bei der Frage der Unangemessenheit der Miete allein auf das objektive Kriterium eines zu geringen Angebots zu konzentrieren, ist richtig. Und damit wird auch die Anwendung der bisher weitgehend zahnlosen Mietwuchervorschrift des § 5 Wirtschaftsstrafrechtsgesetzbuchs erleichtert, weil es bisher in fast allen praktischen Fällen eben nicht möglich war, seitens eines Mieters einem Vermieter nachzuweisen, dass er ein geringes Angebot an vergleichbaren Wohnungen tatsächlich ausnutzt. Es ist aber wichtig, glaube ich, auch sich klarzumachen, dass der bayerische Antrag, der vorschlägt, das ist ja eben auch vorgetragen worden, der vorschlägt,
die Wörter infolge der Aufnutzung zu ersetzen durch Vorliegen, dass der wörtlich den Berliner Antrag vom Juni 2016 übernimmt. Dieser Antrag war bisher nicht mehrheitsfähig. Und wir freuen uns daher, dass mit der Bayerischen Initiative ein neuer Anlauf für dieses Anliegen unternommen wird. Und es freut mich umso mehr, dass dieser neue Anlauf von einer Seite kommt, die unseren damaligen Vorstoß heftig kritisiert hat. Auch im Juni 2018 hat das Land Berlin einen Antrag eingebracht, um das Mietrecht zu modernisieren und wieder mit denselben Themen. Wir brauchen bessere verbindliche Mietspiegel. Wir brauchen mehr Transparenz über die Vormiete. Wir brauchen eine Begrenzung der Mieterhöhung bei Modernisierung. Und wir brauchen eben auch eine verbesserte Anwendung, damit überhaupt eine sinnvolle Anwendbarkeit dieser Regelung im Wirtschaftsstrafrecht. Auch diese Themen war damals die Reaktion von bayerischer Seite freundlich formuliert abwartend. Und dass das Nachdenken zu einer Einsicht geführt hat, ist gut. Wir unterstützen das also. Und ich glaube auch, dass das, was der Kollege gesagt hat, richtig ist. Die erste Priorität hat das Thema des Neubaus. Die zweite Priorität hat aber tatsächlich auch dann das Thema, was über das Mietrecht auf Bundesebene und auf Landesebene möglich ist. Sicherlich wäre es ohne das, was auf der Bundesebene als Mietbremse besteht, wäre es schlimmer gekommen. Deswegen ist es auch richtig, dass sie nachgebessert worden ist. Es ist aber auch richtig, und das konnte man auch in Presseartikeln ja nachlesen, dass eine wesentliche Triebfeder der Diskussion in den Bundesländern über Landeskompetenzen und ihre Nutzung darin liegt, dass die Bundesinstrumente offensichtlich nur begrenzt wirken und manche es auch ganz gerne sehen, dass sie nicht wirklich wirken. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass das Land Bayern einen Antrag stellt, um endlich zu der Wirksamkeit von Instrumenten, die es auch seit Längerem gibt, zu kommen. Und es stellt sich also deswegen zum Beispiel ja auch die Frage, darauf ist ja auch hingewiesen worden, ob die Mietbremse des Bundes tatsächlich den Mietenanstieg gebremst hat. Hat sie eben nicht. Das zeigen die Statistiken deutlich. In den letzten Jahren hat sich der Mietanstieg in den großen Städten beschleunigt. Und das Versprechen des Gesetzes war die Bremsung. Es wäre ohne die Mietbremse sicherlich noch schlimmer gekommen, aber das Versprechen ist eben nicht eingehalten worden. Es ist viel zu tun. Der Antrag geht einen ersten Schritt. Wir unterstützen ihn und werben aber auch für die im Geschäftsgang befindlichen Anträge des Landes Berlin, die ich nochmals kurz erläutert habe. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Kollatz. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich weise die Vorlage dem Rechtsausschuss federführend sowie dem Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung mitberaten zu.